Ja, hallo Freunde von Schulaufprogrammierung. Heute ein kurzes Video. Ja, wie kann man von GitHub was runterladen und gleichzeitig eben ja die Sache mit einem Klick sozusagen in Visual Studio Code öffnen? Wie macht man das? Schauen wir es uns an. Viel Spaß. Ich lege hier los und ja, nehmen wir mal an, ich gehe hier also in den GitHub-Account hier. So. Bin jetzt zum Beispiel hier drin und will diesen Zinsrechner hier zum Beispiel runterladen. Ja, dann habe ich den hier. So siehst du, das sieht die ganze Geschichte hier aus. Ja, und dann klickst du hier einfach auf Code. Und das Problem ist, man findet diesen Download-Button sehr schwierig und der ist nämlich hier. Du gehst dann auf Download Zip. Ja, also gehe ich hier auf Download Zip und wird mir dann hier oben hier angezeigt die ganze Geschichte, ja. Und kann ich jetzt zum Beispiel hier draufklicken, ja, und dann habe ich das hier praktisch schon drin. Ja, habe ich hier Zinsrechnung Main, ja. Also hier hatte ich praktisch die Dateien praktisch jetzt schon hier drin, ja. Der Ordner heißt ja Zinsrechner, ja, oder Zins am Morgen. Ja. Wie kriege ich den jetzt in Visual Studio Code möglichst schnell rein und zu gucken, wie sieht da der Code aus oder so? Ja, gehe ich hier rein, öffne Visual Studio Code und gehe auf File und gehe auf Open Folder und suche mir halt diesen Zins am Morgen Ordner, ja. Zins am Morgen, ja, hier habe ich den Ordner markieren, gehe auf Ordner auswählen und schon habe ich die ganze Geschichte hier runtergeladen und kann mir da auch den Code anschauen. Ja, hast du alle das, also HTML, CSS, JavaScript und so weiter. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.